und der Bürgerkrieg! Guten Abend, ich werde es versuchen. Ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann. Das Bündnis Bahn für alle ist hier ja bestens bekannt in Stuttgart. Also wir machen schon seit längerem Veröffentlichungen zu Stuttgart 21 und unter anderem auch schon den erwähnten Geschäftsbericht der Deutschen Bahn AG, in dem wir jedes Jahr wieder darlegen, was eigentlich die ganzen Geschäftszahlen, die die Deutsche Bahn immer darlegt, die ganzen goldenen Gewinne, die sie angeblich macht, was das eigentlich für die Bahnreisenden heißt und was das unter anderem auch hier in Stuttgart heißt. Davon gibt es übrigens noch eine ganze Menge Exemplare hinten an der Mahnwache und auch sonst überall. Ja, wir sind bereits seit 2006 gegen die Bahnprivatisierung aktiv. Wir haben inzwischen 20 Bündnispartner, das sind Umwelt- und Verkehrsverbände, Jugendverbände und Gewerkschaften. Und wir von Bahn für alle können sagen, dass wir unseren Teil dazu beigetragen haben, dass die 2005 bis 2008 geplante Bahnprivatisierung immer wieder verzögert wurde und dass dann der Verkauf in letzter Minute im Herbst 2008 mitten in die Wirtschaftskrise kam und dann in letzter Minute abgebrochen werden musste. In dem Fall hatte die Krise also durchaus auch ihre guten Seiten, weil die Bahn immer noch zu 100% uns allen gehört. Wobei nicht nur die Krise eine Rolle gespielt hat, sondern man muss auch sagen, dass wahrscheinlich noch wichtiger war der Achsbruch an einem ICE in Köln im Sommer 2008, durch den auch den letzten deutlich wurde, wie sehr sich die DB AG im Vorgriff auf den Börsengang schon eigentlich kaputt gespart hatte. Das ist nämlich nur ein großes Glück gewesen, dass damals keine Toten zu beklagen waren, denn eigentlich war die Achse schon auf der Schnellfahrstrecke von Frankfurt nach Köln gebrochen. Und wäre das eine andere Achse an dem Punkt gewesen, hätte es sehr wahrscheinlich ein zweites Eschede gegeben. Also das war wirklich ein Warnschuss an dem Punkt. Aber obwohl die DB AG noch immer zu 100% uns allen gehört, tut die Bundesregierung trotzdem immer so, als könnte sie die Bahn überhaupt nicht politisch steuern. Die DB AG sei ein unabhängiges Wirtschaftsunternehmen. Das kommt dann immer auf alle Antworten zu Fragen bei den Problemen mit der Bahn. Sei es zu Stilllegungen von Nebenstrecken, seien es verlotterte Bahnhöfe, seien es die Probleme mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit, von denen wir Berliner mit unserer S-Bahn ein ganz besonderes Lied singen können, oder solche unsinnigen Bauprojekte wie das hier drüben. Dass die Bundesregierung auf die Bahn keinen Einfluss hätte, ist ausgemachter Unfug. Denn an anderer Stelle macht sie diesen Einfluss sehr wohl geltend. Zum Beispiel, wenn es um die Installation eines neuen Bahnchefs geht oder, wie gerade Anfang dieses Jahres, um die Fortsetzung eines zerstörerischen Großprojekts. Ich wollte euch heute ein bisschen was über die Wahrheiten zur Bahnreform von 1994 erzählen. Die jährt sich nämlich demnächst im Frühjahr nächsten Jahres zum 20. Mal. Letzte Woche hat der Jörg Munder vom DGB schon ein paar Worte dazu gesagt. Dass die Bahn ihre heutige Struktur hat, haben wir dieser Reform zu verdanken, der damals fast der gesamte Bundestag mit Ausnahme der Linken und eines Teils der Grünen zugestimmt hat. Mit dieser Reform wurden vor allem drei Ziele verfolgt. Man wollte die öffentlichen Haushalte entlasten, man wollte den Verkehrsmarktanteil der Bahn steigern und man wollte die Qualität des Bahnverkehrs steigern. Was ist 20 Jahre später daraus geworden? Die Bahn erhält heute noch höhere staatliche Subventionen als vor der Reform. Nur, dass sie diese nicht mehr ausreichend in den Bahnverkehr investiert, sondern in den Kauf internationaler Logistikunternehmen und hin und wieder auch in den Bau unnütziger Großprojekte. In den letzten Jahren hat die DB AG Logistikunternehmen wie Bex Global und zahlreiche Bahn- und Busbetreiber im Ausland gekauft. Und demnächst will sie Bahnsysteme beispielsweise auf der arabischen Halbinsel betreiben, während sie in Deutschland ihr Bahnsystem nicht mehr in den Griff bekommt. Die DB AG ist heute der umsatzstärkste Straßengüterverkehrsbetreiber Europas, der zweitgrößte Luftfrachttransporteur der Welt und der drittgrößte Seefrachttransporteur. Das ist aus einem Unternehmen geworden, das eigentlich für die öffentliche Daseinsvorsorge da sein sollte. Und dazu kommt noch, dass all diese Unternehmensteile, die neu dazugekauft wurden, nur ganz geringe Renditen abwerfen und womit die Bahn ihre wirklichen angeblichen Gewinne macht. Das ist nämlich zum Beispiel das Netz, man höre und staune, wo gleichzeitig Leute bei den Stellwerken fehlen. Und das ist der ganze Regionalverkehr, wo jährlich Leistungen aufgrund der hohen Preise abbestellt werden müssen. Kommen wir zu den Steigerungen der Verkehrsmarktanteile. Auch die haben leider nicht stattgefunden. Im Personenverkehr hat die Bahn einen stagnierenden Anteil von 7,5%, im Güterverkehr von 17%. Und das trotz teilweise noch arg geschönter Zahlen, die beispielsweise den Rückgang im Fernverkehr kaschieren sollen. Und zu den versprochenen Qualitätssteigerungen muss ich wohl nicht viel sagen. Mainz, Sommerchaos, Winterchaos, tägliche Verspätungen und Zugausfälle, wer häufig mit der Bahn unterwegs ist, kennt das alles nur zu gut.
Und ein S-Bahn-Chaos gibt es nicht nur in Berlin, sondern auch hier in Stuttgart geht es mit der S-Bahn steil bergab. Häufen sich Verspätungen und Zugausfälle. Aber man muss der Bahn eins lassen, eins ist immer zu 100% zuverlässig und pünktlich. Das muss man eher wirklich lassen. Die Fahrpreiserhöhungen zum Fahrplanwechsel im Dezember, die kommen immer. Und dadurch sind die Fahrpreise bei der Bahn doppelt so stark angestiegen wie die Inflation. Wenn man sich alle aufrechnet, dann kommt man auf genau den Wert. Das ist enorm. Auch der Bahninfrastruktur ist die Reform nicht gut bekommen. Seit 1994 ist das Bahnnetz um weitere 17% abgebaut worden. Die Hälfte der Weichen, die das Ausweichen und Überholen von Zügen ermöglichen und so dabei helfen könnten, dass sich Verspätungen nicht kaskadenartig durch das ganze Land ausweiten, ist schlichtweg rausgerissen worden. Und 80% der Gleisanschlüsse von Unternehmen sind gekündigt worden, sodass diese nun keine Alternative mehr zum Transport per Lkw haben. Verlagerung von Transporten auf die Schiene sieht anders aus. Darüber hinaus hat ein massiver Personalabbau stattgefunden. 170.000 Stellen im deutschen Bahnverkehr sind verloren gegangen. Darüber hat es nie eine öffentliche Debatte gegeben, so als seien diese Arbeitsplätze weniger wert als beispielsweise in der Automobilindustrie, wo sofort die Kanzlerin persönlich anrückt, wenn Jobs in Gefahr sind. Und dass nun all die Menschen, die vorher in diesen Jobs gearbeitet haben, offensichtlich nicht nur Däumchen gedreht haben, wie das gerne dargestellt wurde, erleben wir heute. Es wird immer deutlicher, dass nicht nur im Stellwerk in Mainz massiv kompetentes Personal fehlt, sondern ebenso in anderen Stellwerken wie dem gleich hier in Stuttgart am Bahnhof. Über Jahre ist nicht ausreichend ausgebildet und investiert worden. Und Menschen, die diesen schwierigen Job zuverlässig ausführen können, wachsen einfach nicht auf der Straße. Und auch in anderen Bereichen fehlt Personal. In den Werkstätten, wo die Züge gewartet werden und bei den Lokführern und Zugbegleitern, die immer häufiger unzumutbare Schichtpläne haben. Und diese Sparmaßnahmen gehen nicht nur auf Kosten der Zuverlässigkeit des Bahnverkehrs, sondern eben auch auf Kosten der Sicherheit. Um ein Haar hätte es in Mainz gekracht, wären zwei S-Bahnen frontal zusammengestoßen. Auch hier hätte es viele Tote geben können. Die Bahnreform hat aber nicht nur ihre Ziele komplett verfehlt, sondern sie hat auch in mehrfacher Hinsicht zum selbstzerstörerischsten Projekt beigetragen, das die Bahn je geplant hat, zu Stuttgart 21. Mit der Reform wurde der DB AG Tür und Tor geöffnet, mit dem Verkauf von Bahngrundstücken ihre Bilanz aufzupolieren. Und zu diesen Grundstücken gehört bekanntlich auch das Bahngelände in der Stuttgarter Innenstadt. Alle nicht bahnnotwendigen Grundstücke sollten eigentlich, so war es mit der Bahnreform vereinbart, beim Bund verbleiben. Quasi als Entschädigung für die Altlasten, die er mit der Bahnreform übernahm. Aber letztendlich bekam die DB AG doch alle Grundstücke, ein milliardenschwerer Schatz, der nun Jahr für Jahr zu Bargeld gemacht wird. Nicht zufällig wurde Stuttgart 21 kurz nach der Durchführung der Bahnreform im März 1994 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Und auch bezeichnend ist, der einzige Chef der DB AG, der wirklich Ahnung von Bahnverkehr hatte, nämlich Johannes Ludewig, hatte im Juli 1999 einen Planungsstopp für Stuttgart 21 verhängt. Kanzler Schröder wollte dann aber einen Mann, der die Bahn an die Börse bringen würde und holte kurz danach Hartmut Mehlon, dem es immer mehr um den Börsengang der Selbstverwirklichung, denn um einen vernünftigen Bahnverkehr ging. Konsequenterweise holte auch Mehlon dann die Stuttgart 21 Pläne wieder aus der Schublade. Und schließlich war Stuttgart 21 ein Kuhhandel für Mehlons Projekt der Bahnprivatisierung, mit dem er die Bahnreform auf seine Weise vollenden wollte. Als Gegenleistung zur Zustimmung des Landes Baden-Württemberg im Bundesrat und zu lukrativen Nahverkehrsverträgen, die das Land mit der DB AG abschloss, bekam die damalige Landesregierung das Projekt, das sie ihren Freunden in der Bau- und Immobilienindustrie versprochen hatte. Nach der Bahnreform ist es endlich an der Zeit, offen einzugestehen, dass diese rundweg gescheitert ist. Daher fordern wir von Bahn für alle. Wir brauchen nicht nur ein sofortiges Ende von Stuttgart 21, sondern eine andere Bahnpolitik im ganzen Land. Eine Bahnpolitik, die sich nicht länger an einem angeblichen Bilanzgewinn orientiert, sondern am Gemeinwohl. Die die Fehler der ersten behebt. Dazu muss die DB AG gesetzlich auf andere Ziele als maximalen Bilanzgewinn verpflichtet werden, nämlich auf eine gute Mindestversorgung mit öffentlicher Mobilität im ganzen Land, mit einer hohen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Und wir brauchen schweizerische Verhältnisse bei der Bahn und keine Verhältnisse wie in England. Das heißt, an die 100% Pünktlichkeit statt der gut 60%, die wir momentan immer wieder erleben. Und wir brauchen eine Flächenbahn mit einer Versorgung bis in den letzten Winkel des Landes statt solchen Prestigeprojekten. In diesem Sinne bin ich mit euch allen sehr stolz, dass diese Montagsdemo hier heute schon zum 187. Mal stattfindet und dass der Widerstand gegen Stuttgart 21 nicht abreißt. Wir alle hier sind der Splitter im Fleisch der Bahn, der sich immer wieder daran erinnert, was für einen groben Unfug sie hier eigentlich plant. Deshalb oben bleiben.